Jai Om Gopijana Balabha Girivara Dhani. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Tunja Vihari. Jaya Madhava Tunja Vihari. Jaya Gopijana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari.
Shri Shri Radha Madhava Ki Jai, Granthraj Srimad Bhagavatam Ki Jai, Shri Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasa Tato Jayam Udhirayet. Hare Krishna. Ich bitte Bhakti Bhushan Maharaj um seinen Segen, was Wertvolles sagen zu dürfen. Vielen Dank. Weil wenn man auf dem Vyasasan sitzt, Prabhupada sagt mehrmals in seiner Erläuterung, das ist eine große Verantwortung. Das ist der Vyasasana, das ist nicht zu meinen Ehren, sondern zum Ehren vom Autor des Srimad Bhagavatam, Vyasadev. Und weil wir aus dem Bhagavatam vortragen, dürfen wir auf dem Vyasasana sitzen, nicht weil wir vielleicht qualifiziert sind. So, wir lesen aus dem Srimad Bhagavatam, Kanto 3, Kapitel 28, Kapilas Unterweisungen über hingebungsvollen Dienst, Vers 27. Ist 28 dran? Okay. 28, dann bis morgen 29. Machen wir Wort für Wort zuerst. Kamo dakim bhagavato dayitam smaretam. Kaumo dakim bhagavato dayitam smaretam. Kaumo dakim bhagavato dayitam smaretam. Dikham arati bhata shonita kardamena. Dikdam arati bhata shonita kardamena. Dikdam arati bhata shonita kardamena. Malam Madhuvrata Varuta Giropaghushtam. Malam Madhuvrata Varuta Giropaghushtam. Malam Madhuvrata Varuta Giropaghushtam. Chayasya Chaityasya Tatvam Amalam Manim Asya Kante. Chaityasya Tatvam Amalam Manim Asya Kante. Chaitasya tattvam amalam manim asya kante. Kaumodakim bhagavato dayitam smaretam. Digdam arati bhata shonita kardamena. Malam Madhuvrata Varuha Giropaghushtam. Chaitasya Tattvam Amalam Manim Asya Kante. Kaumodakim Bhagavato Dayitam Smaretam. Digdam arati bhata shonita kardamena. Digdam
Malang Madhuvrata Varuha Giro Pagushtam. Chaitasya Tattvam Amalam Manim Asya Kante. Kaumoda Kimba Tonahita Smareta. Digdam Arati Batashonita Kardamena. Malam Madhuvrata Varuha Giropa Gushtam. Chaitasya tattvam amalam manim asya kante. Kaumoda kim bhagavato dayitam smareta. Digdam arati batashonita kardamena. Malang Madhuvrata Varuha Giropagushtam. Chaitasya Tattvam Amalam Manimasya Kante. Noch jemand? Matajis? Kaumoda Kim Bhagavato Dayitam Smareta. Digdam Marati Batashonita Kardamena. Malang Madhuvrata Varuta Giropagushtam. Chaitasya Tattvam Amalam Manimasya Kante. Kaumoda kim bhagavato dahitam smareta. Digdam arati batashonita kardamena. Malang madhuvrata varuha giropagushtam. Chaitasya tattvam amalam manim asya kante. Vielen Dank, Wort für Wort, bitte wiederholt. Kaumoda kim. Wer weiß, was es ist? Kaumoda kim. Na? Die ist die blutbeschmierte. Achso. Du liest es vor. Du liest es aber vor. Das gilt nicht. Ich habe gefragt, wer es weiß. Das ist die blutverschmierte Keule von Vishnu. Die Streitkeule namens Kaumodaki. Bhagavata, der Persönlichkeit Gottes. Dayitam, sehr lieb. Smareta, man soll sich erinnern an. Digdam, beschmiert. Arati, der Feinde. Bhata, Soldaten. Shonita Kardamena, mit den Blutflecken. Malam, die Gelande. Madhuvrata, der Bienen. Varuta, eines Schwarms. Gira, mit dem Klang. Upagushtam, umringt. Chaityasya, der Lebewesen. Tattvam, Prinzip, Wahrheit. Amalam, rein. Manim, die Perlenkette.
Asya des Herrn, Kante um den Hals. Übersetzung und Erläuterung von Srila Prabhupada Ki Jai. Der Yogi soll über seine Streitkeule meditieren, die den Namen Kaumudaki trägt und die dem Herrn sehr lieb ist. Diese Streitkeule zerschmettert die Dämonen, die immer feindselige Soldaten sind, und ist mit ihrem Blut beschmiert. Man soll sich auch auf die schöne Girlande um den Hals des Herrn konzentrieren, die immer von Bienen umringt ist, deren Summen sich sehr schön anhört. Und man soll über die Perlenkette um den Hals des Herrn meditieren, die die reinen Lebewesen repräsentieren soll, die sich immer in seinen Dienst betätigen. Ich lese es nochmal. Man soll sich auch um die schöne Girlande um den Hals des Herrn konzentrieren, die immer von Bienen umringt ist, deren Summen sich sehr schön anhört. Und man soll über die Perlenkette um den Hals des Herrn meditieren, die die reinen Lebewesen repräsentieren soll, die sich immer in seinen Dienst betätigen. Erläuterung von Srila Prabhupada Ki Jai. Der Yogi muss die verschiedenen Teile des transzendentalen Körpers des Herrn betrachten. Hier heißt es, dass die wesensgemäße Stellung der Lebewesen verstanden werden soll. Hier sind zwei Arten von Lebewesen erwähnt. Die eine Art nennt man Arati. Sie sind nicht geeignet, die Spiele des höchsten Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes zu verstehen. Für sie erscheint der Herr mit der schrecklichen Streitkeule in der Hand, die immer mit Blutflecken beschmiert ist, weil er die Dämonen tötet. Die Dämonen sind ebenfalls Söhne der Persönlichkeit Gottes. Wie es in der Bhagavad Gita heißt, sind alle Lebewesen, alle verschiedenen Arten von Lebewesen, Söhne der höchsten Persönlichkeit Gottes. Es gibt jedoch zwei Klassen von Lebewesen, die auf zwei verschiedene Arten handeln. Der höchste Herr trägt auf seinen Hals diejenigen Lebewesen, die rein sind, ebenso wie man die Juwelen und Perlen auf seiner Brust um seinen Hals beschützt. Diese Lebewesen in reinem Krishna-Bewusstsein werden durch die Perlen um seinen Hals symbolisiert. Solche, die Dämonen und die die Spiegeln des höchsten, der höchsten Persönlichkeit Gottes feindselig gesinnt sind, werden von seiner Streitkeule bestraft, die immer mit dem Blut solcher gefallenen Lebewesen beschmiert ist. Die Streitkeule ist ihm sehr lieb, weil er dieses Werkzeug benutzt, um die Körper der Dämonen zu zerschmettern und ihr Blut zu vermengen. So wie Wasser und Erde zu Schlamm geknetet werden, so werden die Erdkörper der Feinde des Herrn oder der Atheisten von der Streitkeule des Herrn zerschmettert, die so mit dem Blut solcher Dämonen beschmiert wird. Om Agyana Timirandasya Ginangina Shalakaya Chakshurum Milhitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shriyuta Parakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitamtam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Namo Prabhupada Priyadasaya Jagannatha Yatrananda Murtaye Bhakta Sukhaya Krishnot Kirtanena Narisinghe Narakshataya Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyade Shatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhyayivacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Panchatatvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhaktashaktikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopipakanta Radhakanta Namostute Jayatam Surato Pangor Mamamanda Amatirgati Matsarvasva Padambujo Radhamadana Mohanau Divyad Vrindaranya Kalpadru Madha Shri Madhradangara Simhasanasto Shri Madhrada Shri Lagovinda Deva Uprishtali Visavyamanao Smarami
Srimandra Sarasaram Vivam Sivadaratastitaha Karsham Vino Swanair Gopi Gopinata Shriyasunaha Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vrishavano Suta Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gradhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nochmal den Vers. Kaumoda kim bhagavato dayitam smareta digdam marati batashonita kardamena malang maduvrata varuta giropagushtam chaitasya tatvan amalam manim asya kante. Der Yogi soll über seine Streitkeule meditieren, die den Namen Kaumodaki trägt und die den Herrn sehr lieb ist. Diese Streitkeule zerschmettert die Dämonen, die immer feindselige Soldaten sind, und ist mit ihrem Blut beschmiert. Man soll sich auch auf die schöne Girlande um den Hals des Herrn konzentrieren, die immer von Bienen umringt ist, deren Summen sich sehr schön anhört. Und man soll über die Perlenkette um den Hals des Herrn meditieren, die die reinen Lebewesen repräsentieren soll, die sich immer in seinen Dienst betätigen. So, ich kann mich erinnern, dass ich diesen Vers zum ersten Mal gelesen habe. Da war ich noch ein junger Bhakta. Ich war davor, nicht lange davor, noch so ein Hippie. Und wir waren sehr friedliebend. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, obwohl ich Krishna Bhushan schon lange kannte, und man hört hier über einen Meditationsvorgang, ein Yogi soll meditieren, über die Keule des Herrn. Und das ist, klingt ein bisschen brutal, ne? Vielleicht nicht mal ein bisschen, sehr brutal. Vor kurzem hat Nisimadev zu Brahmotsava auch eine Keule gespendet bekommen. Ich glaube, die hat er gestern gehabt, habt ihr vielleicht gesehen. Es ist auf jeden Fall genau so eine Keule wahrscheinlich. Das Vollgusseisen mit so Speichen. Wenn du die jemanden drüber schmetterst, dann ist es vorbei und dann ist es auf jeden Fall gut beschmiert auch. Aber es ist vielleicht für Spiritualisten befremdlich, dass Vishnu, Krishna manchmal so brutal ist. Das hat, glaube ich, Bhaktivinoda Tirthamaharaja auch erzählt, dass er versucht hat, ein Buch zu verteilen, nämlich ein Krishna-Buch. Und dann hat er versucht, das war, glaube ich, in so Eltern mit ihrem Kind. Und das Kind war interessiert, er wollte das Buch mitnehmen, aber die Eltern waren nicht so überzeugt, ob er das Buch mitnehmen soll. Und dann hat Bhaktivinoda Tirthamaharaja, damals wahrscheinlich noch Brahmachari, gesagt: Lass doch den Jungen kurz reinlesen, ne? Soll einfach aufmachen, irgendwo ein bisschen reinlesen, dann kann er entscheiden, ob er das Buch nehmen will oder nicht. Dann hat er das Buch aufgemacht und kam genau, Krishna hat gerade einen Dämon getötet. Ne? So, die Augen schauen raus, ne? Die Augen springen aus dem Sockel heraus und die Glieder fliegen durch die Gegend. Und dann, okay, ja, es kann ja eine Stelle, ne? Und dann, okay, dann kannst du noch eine Stelle aufmachen, nochmal ein Dämon. Der nächste Dämon wird zerschmettert. So, für manche Spiritualisten ist es, oder allgemein für Leute ist es befremdlich oder können das nicht verstehen. Wie kann es sein, dass der liebe Gott so brutal ist? Der liebe Gott, wenn man das Grundprinzip nicht versteht, dass Gott absolut ist, dann kann man das missverstehen. Weil in der materiellen Dualität ist es etwas entweder gut oder schlecht, ne? Und viele sind sich einig, Gewalt ist grundsätzlich immer schlecht. Gewalt ist grundsätzlich immer schlecht. Wir sind grundsätzlich friedliebend und wir, so Pazifisten, versuchen um jeden Preis immer Gewalt zu vermeiden. Und deswegen würde jede Form von Gewalt als etwas Schreckliches erscheinen. So, wie ist es, dass die Gewalt von Krishna dann... Warum gibt es Gewalt in Krishna oder warum ist es in Krishna okay? Weil Krishna absolut ist. Krishna ist absolut und alle seine Tätigkeiten sind nicht gebunden oder bedingt durch die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur,
beziehungsweise alle seine Tätigkeiten haben auch keine karmische Nachfolge. So, wir sind immer von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur bedingt und alle Tätigkeiten, die wir ausführen, haben auch ein Nachspiel, eine Konsequenz. Aber Krishnas Tätigkeiten haben keine Konsequenz, keine karmisch konditionierte Konsequenz und sind auch nicht durch die Erscheinungsweisen der materiellen Natur bedingt. Im Allgemeinen auf jeden Fall, wenn jemand gewalttätig wird, ist es Unwissenheit. Ist Unwissenheit, Verzweiflung, meistens geboren. Leidenschaft und Unwissenheit kommen immer Hand in Hand. Erst kommt die Leidenschaft, irgendein Wunsch und dann wird es der Wunsch nicht erfüllt und dann wird man richtig frustriert und dann wird man gewalttätig und dann gibt es Opfer oder Kriege. So immer alles, was Zerstörung ist, gilt grundsätzlich eigentlich als Unwissenheit und deswegen ist auch Shiva zuständig für die Unwissenheit, für die Zerstörung zuständig. Aber genauso wie Shiva, obwohl er für die Zerstörung zuständig ist, nicht in Unwissenheit ist, genauso ist, wenn Krishna an Dämonen tötet, ist er nicht von Unwissenheit bedingt. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass die drei Guna-Avatars, kann man grundsätzlich sagen, dass sie eigentlich für diese Erscheinungsweisen zuständig sind, aber nicht davon bedingt. Bei Brahma mag man vielleicht argumentieren, aber im Falle Shivas auf jeden Fall, er ist eine transzendentale Persönlichkeit und er ist nicht in Unwissenheit. Es ist seine Aufgabe zu zerstören. So, im Falle Vishnus ist es auch nochmal tiefer. Prabhupada erklärt es sehr oft, vor allem in der Bhagavad Gita in Vers 4,9. Jarma karma chame divyam evam yuveti tattvataha. Man muss verstehen, dass die Taten und die Geburt Krishnas divyam sind. Immer transzendental, immer absolut, immer rein. Karma. Krishna führt auch Tätigkeiten aus, aber seine Tätigkeiten sind nicht wie unsere Tätigkeiten. Unsere Tätigkeiten sind immer durch Karma bedingt. Die Tätigkeiten Vishnus, Krishnas, sind immer allgut. Also nicht nur gut, sondern allgut. So, das ist der Unterschied zwischen, in der Materie ist immer etwas, gibt es Dualität, gut und schlecht, beziehungsweise Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit. Aber die spirituelle Realität ist Vasudeva oder Shuddha-Sattva, ist jenseits der materiellen Natur. Und alle Tätigkeiten, die dort ausgeführt werden, sind auch von dieser Natur, sind transzendental und nicht bedingt durch die Erscheinungsweise der materiellen Natur. Das heißt deswegen zum Beispiel in der Schlacht von Kurukshetra hat Arjuna auch im Auftrag Krishnas gekämpft. Und man kann sagen, Arjuna war ein Schlechter, also von Schlachten, ein sehr effizienter dabei auch. Arjuna ist ein Maharathi, er kann mit Zehntausenden von Soldaten gleichzeitig kämpfen und ohne Mühe besiegt er einfach alle. Wenn man das Mahabharata liest, dann ist Arjuna mit seiner Kutsche wie ein Rasenmäher, der durch den Rasen durchrast. So. Und es heißt, dass Krishna, der war so staubbedeckt, seine Haare sind im Wind geflogen, der war staubbedeckt und von Bluttropfen auch beschmiert. sehr spektakulär, wenn man das liest. Und alle, die diese Form von Parthasarathi, das ist Parthasarathi, der Wagenlenker von Partha, von Arjuna, alle, die im Moment des Todes diese Form gesehen haben, die wurden von Arjuna geschlachtet und sind so gestorben und haben das gesehen, die haben Vollkommenheit erreicht. Es ist glorreich für einen Kshatriya sowieso in der Schlacht zu sterben. Das heißt, ein Kshatriya, der in der Schlacht stirbt, das ist sein Dharma. Das ist das Dharma von einem Kshatriya, ist es zu beschützen. Und wenn es um einen Kampf kommt, es gibt keinen besseren Tod für einen Krieger. Dieses Konzept existiert überall, als mit einem Schwert in der Hand. Ein Krieger muss mit einem Schwert in der Hand sterben. Also wenn ein Krieger fast erlegt wird und am Sterben liegt, dann will er nochmal sein Schwert halten. Gib mir mein Schwert. Und dann hält er sein Schwert und stirbt.
So, ein Kshatriya, der so heldenhaft stirbt, erlangt die himmlischen Planeten. Aber die Kshatriyas, die in der Schlacht von Kurukshetra von Arjuna und Krishna erlegt wurden und unter diesem Anblick und Wertschätzung auch noch hatten für diesen Anblick, heißt es, sie haben Vaikuntha sogar erlangt. Im Moment des Todes, diese wundersame, schreckliche Form von Krishna wertschätzen konnten, die haben Befreiung erlangt. Und die, die das nicht wertschätzen konnten, die bis zuletzt noch neidisch waren, die sind trotzdem ins Brahman eingegangen. Ähnlich wie Shishupal. Shishupal hat, weil er mit Krishna verwandt war, hatte er den Bonus, dass er 100-mal verziehen werden würde. 100-mal. So 100 Beleidigungen hatte Shishupal auf Krishna geschleudert. Eins nach dem anderen. Singhadi Bhagwan ki jai. Sind wir das heute auch in, sagen wir, in kriegerischer Ausrüstung mit Bogen und Pfeilen und Komoda Ki auf der linken Seite. Shishupal hatte, alle hatten schon längst die Geduld verloren. Alle waren bereit, sofort auf Shishupal zu springen, aber Krishna hat es 100-mal toleriert. 100-mal, 100 Beleidigungen, alle unter der Gürtellinie und sehr geschmacklos. Und als er die 100 überschritten hat, dann hat Krishna einfach seinen Sudarshana gerufen und zack, Kopf ab. Aber alle, die versammelt waren, konnten sehen, wie der Atma von Shishupal aus seinem Körper emporgegangen ist und in Krishnas Körper eingegangen ist. Das wird beschrieben. Alle konnten das sehen. So war eindeutig, obwohl Shishupal Krishna neidisch gesinnt war, bis zum letzten Atemzug, kann man sagen, war Shishupal trotzdem von der Dekapitierung oder von der Gewalt, die Krishna ihm gegenüber ausgeführt hat, gesegnet. Er hat den Segen davon getragen. Also selbst die Dämonen, die von Krishna vernichtet werden, die noch neidisch sind, selbst die haben einen Nutzen und werden erstmal von ihrer materiellen Bedingtheit befreit. Und die Wertschätzung hatten, wie in der Mahabharata beschrieben, die Wertschätzung hatten, die haben sogar Vaikuntha erlangt. So, genau, deswegen ist alles, was Krishna macht, gut. Sehr bekannte, da gibt es ein Theaterstück, kennt ihr vielleicht. Alles, was Krishna macht, ist gut. Da gab es einen König, der hat Schwertkampf geübt. Und hat sich einen Finger geschnitten. So richtig so. Also nicht nur ein kleiner Schnitt, sondern richtig Kuppe ab. Finger ist jetzt kürzer. Und er hatte einen Minister, einen Brahmana, der immer gesagt hat, das war das Einzige mehr oder weniger, was er gesagt hat immer, alles, was Krishna macht, ist gut. Das war seine ganze Weisheit. So, der König hat immer irgendwas gefragt und der Minister immer, alles, was Krishna macht, ist gut. Oder tut, ja. Alles, was Krishna tut, ist gut. Immer wieder. Und der König war es schon leid. Er hat keine vernünftigen, also nach seinem Wissen, keine vernünftigen Ratschläge. Dieser Brahmana ist nutzlos. Immer nur sagt er das Gleiche. Alles, was Krishna tut, ist gut. Und dann hat der König sich einen Finger geschnitten. Dann hat er so sarkastisch gesagt, ist es jetzt auch gut? Und der Brahmana, logisch, alles, was Krishna macht, ist gut. Und das hat dann den Topf zum Überschwappen gebracht. Es hat gereicht, denn seine Geduld war vorbei. Er sagt, okay, mir reichst, du bist nutzlos. Ab in den Kerker mit diesem Brahmana. Der ist nutzlos. Und dann ist der König später auf die Jagd gegangen und hat sich verlaufen und wurde dann von Verehrern Kalis festgenommen, die ihn dann Kali darbringen wollten und haben dann ihn gewaschen und vorbereitet. Die hatten schon auf dem Altar gesetzt, waren bereit, ihn umzubringen, Kali als Opfergabe darzubringen. Boga für Kali. Und dann haben sie gemerkt, da fehlt ja ein Teil von Finger. Ist ja nutzlos. Ist genauso, wenn wir für die Deities was machen, eine Opferung, wenn man die Früchte macht, für eine Simmerdiff zum Beispiel jeden Morgen, die Fruchtsalat für die Shilas,
die Früchte sollten perfekt sein. Keine Kerne, keine Unreinheiten, schön geschält, alles. Und genauso die Opfergabe für Kali sollte vollständig sein, und weil der Finger gefehlt hat, haben sie ihn weggeschickt. Du bist unbrauchbar. Und dann ist der König zurück im Palast und hat sich beim Brahman entschuldigt. Du hattest recht, es war tatsächlich am Ende wirklich gut. Und dann hat er gefragt, aber warum hat es Krishna erlaubt, dass du, der so viel Vertrauen hast in Krishna, von mir so schlecht behandelt wirst und ins Gefängnis gesteckt werden wurdest sogar. Er sagt, naja, weil sonst hätte ich dich begleitet und hätten sie mich geopfert. Das ist eine einfache Geschichte, um einfach darzustellen, dass man einfach vertrauen sollte, und auch, es braucht ein bisschen Weitsicht manchmal, Geduld auf jeden Fall auch. Aber wenn man in Krishnas Dienst tätig ist, ist wirklich alles, was man macht, gut. Und das hat Prabhupada teilweise auch gesagt, da gab es, ich glaube es war Subal Goswami oder so, Subal, als er noch Sannyasi war, der in Vrindavan den Krishna Balaram Tempel gebaut hat. War das Subal? Sudama Maharaj, damals noch Maharaj. Auf jeden Fall war das ein Sannyasi, ein Prabhupada-Schüler von Srila Prabhupada. Sannyasi, der sich in Vrindavan um den Bau vom Krishna Balaram Tempel gekümmert hat. Und es war extrem schwierig. Damals in den 70er Jahren war Indien noch so richtig sozialistisch. Es gab noch diese 5-Jahrespläne, gab es in Indien auch bis vor kurzem noch. So ähnlich wie in der Sowjetunion gibt es einen 5-Jahresplan, und da wird entschieden, wie viel Nägel produziert werden, wie viel Beton produziert wird, und meistens war das meiste schon auch für bestimmte Staatsprojekte verplant. So privat etwas zu bekommen, extrem schwierig. Ne? Eigentlich nur mit Korruption möglich oder irgendwie mit Verbindungen, Connections. Und zwar Subal Maharaj, ich glaube, der hieß Subal Maharaj, versucht es irgendwie halt, sich da durchzukämpfen und genug Zement und Ziegelsteine zusammenzubekommen. Und es war ein ständiger Kampf, ne? Und wurde ständig auch betrogen und schlechte Qualität geliefert und was nicht alles. Und dann hat er sich bei Prabhupada ausgeheult oder beschwert, sagt, ich kann, mein spirituelles Leben geht zugrunde, ne? Ich denke nur noch über Zement, über Ziegelsteine, über die Gundas, ne, diese ganze Mafia-Leute, die mich ständig betrügen, und es ist einfach ein Riesenstress. Ich glaube, ich sollte was anders machen, weil es ist schrecklich. Und dann hat Prabhupada gesagt, this is Krishna Anxiety. So, weil du das für Krishna machst, hast du auch einen Nutzen davon. Also obwohl es materiell gesehen total einfach ist, da geht es nur um Zement. Ne? Aber dieser Zement ist eben für den Krishna Balaramandir. Und wie viele Tausende und Abertausende von Devotees, vielleicht sogar Millionen von Devotees inzwischen, diesen Tempel besucht haben, das geht alles auf den Nutzen von Subal, der damals das durchgestanden hat. Und es war schrecklich. Und Prabhupada sagt, das ist Krishna Anxiety. Und das hat er auch manchmal mit Schulden gesagt, wenn die Devotees sich irgendwie Schulden auferlegt hatten. Und das ist total stressig. Das ist Krishna Anxiety. Krishna Anxiety ist auch gut, ist auch Krishna-Bewusstsein. Genau, deswegen, weil Krishnas Natur absolut ist. Weil Krishnas Natur absolut ist, deswegen sind alle schrecklichen Sachen, die schrecklich erscheinen mögen, trotzdem gut. Ne? Wenn es immer die Firaine Kasche, wir sind es hier gewohnt, für uns schockt es nicht mehr. Ne? Wir haben hier als unseren Ishtadeva eine Singadev, und brutaler als ein Singadev geht es nicht. Ne? Der benutzt nicht mal eine Keule, er geht direkt mit seinen Nägeln einfach rein so, und holt die Gedärme raus und nimmt die als Gelanden. Ne? sehr brutal, aber es ist, wenn es Krishna macht, ne, eine Singadev macht, es ist absolut, es ist rein. Ne? Es ist nicht verabscheuungswert, sondern es ist sogar Teil von unserer Meditation. Und die Devotees, die Shalagram Shila Puja hier machen, meditieren jeden Tag über Nisimadev, ne? Wie er schreckliche Augen hat, ne? Die lodern wie geschmolzenen Kupfer, und wie sein Mund sich öffnet, ne? Wie Berghöhlen.
und sein Gesicht erweitert wird durch seine Mähne, die auch blutbeschmiert ist. Ne? Und so diese Ugra-Form von Nisimadev ist Teil der Shalagram-Shila-Meditation aus dem 7. Kanto von Bhagavatam und es ist absolut reinigend und spirituell. Ne? Und zum gewissen Teil ist es auch so, dass dass Krishna so heldenhaft, ritterlich, schrecklich ist, ist auch ein Rasa, ne? Ist einer der Rasas auch, Ritterlichkeit. Ne? Und zum Beispiel Bhishma Dev, es wird beschrieben, dass Bhishma Dev, ist ein bisschen esoterisch oder intim, aber trotzdem interessant zu hören, dass Bhishma Dev kämpft ja gegen Krishna. Ne? Und das macht ihm total Spaß. Ne? Das heißt, dass Bhishma Dev die Pfeile, ne, die von Arjuna und Krishna kamen, genossen hat, wie die Bisse, die sich Liebespaare zufügen. Also das ist ein interessanter Vergleich. Ne? Aber das ist schon, für Bhishma war das Ekstase, ne, in der Schlacht Krishna so zu sehen, Parthasarathi mit wehendem Haar, Staub und Blut überströmt. Das fand Bhishma Dev total ekstatisch. Und dass wir auf Sankirtan waren, kann ich mich erinnern, hat Ananda Krishna auch immer das gesagt, also ich finde Dwarkalila total cool. Also diese Schlacht, diese Jarasandha, der kommt immer wieder, ne, und immer wieder und es geht immer wieder von vorne los. Ne? Und da wird beschrieben, ne, wie, was für eine unglaubliche Schlacht da immer stattfindet. Wenn man das verfilmen würde, das würde, ne, alle Box-Office-Rekorde brechen. Ne, die aber da muss noch die Filmindustrie ein bisschen reifen, bis sie das drauf haben, das so gut darstellen zu können. Aber natürlich ist es so, dass wir als Nachfolger von Chaitanya Mahaprabhu viel mehr also verstehen, dass das höchste Vrindavan-Lila ist, ne, Braj-Lila. Aber trotzdem, es gibt viele Facetten von der Persönlichkeit Gottes. Ne? Alles, Krishna Prabhupada sagt es auch oft, alles kommt von Krishna. Ne? Auch Ritterlichkeit, auch den Wunsch zu kämpfen, ist auch in Krishna. Und es ist auch, oder ich sage es andersrum, so, wenn man so Filme, die es gibt, weltweit, so, wo Gewalt gezeigt wird, ist unheimlich beliebt. Ne? Warum ist es so beliebt? Warum ist Gewalt, sind so Gewaltfilme, so Action, ne? Action-Movies, warum sind die so beliebt? Weil es auch von Krishna ist. Ne? Krishna ist der ultimative Actionheld. Ne? Und deswegen kann Krishna sozusagen auch diesen Rasa komplett erfüllen, ne? Der ein Held zu sein, ein Krieger zu sein. Ne? Und es gibt nichts, vielleicht nichts, ist vielleicht nicht richtig, aber es ist unheimlich zufriedenstellend, wenn in einer ungerechten Situation ein Held kommt und mit Gewalt es einfach löst. Es ist unheimlich zufriedenstellend, wenn etwas unheimlich Ungerechtes geschieht und es gibt keine Lösung, es ist einfach so ungerecht, da gibt es keine andere Lösung, da muss einfach ein Held kommen und einfach kurz einen Prozess machen. So wie Nisimadev, total zufriedenstellend. Dann jubiliert man für den Held. Ja, er hat ihn endlich fertig gemacht, diesen Dämonen, diesen Neidischen. Sehr zufriedenstellend. Ne? So diesen Rasa erfüllt Krishna. Und darüber kann man meditieren auch. Ne? Wie Krishna mit seiner Kaumodaki-Keule die Dämonen zerschmettert. Und Prabhupada geht dann noch ein bisschen in der Erläuterung darauf ein, ne? wie Staub und Blut sich vermengen. Genauso vermengt sich die Keule mit den Körpern und dem Blut von den Dämonen. Es klingt schrecklich, aber wenn man den Zusammenhang versteht, ist es wunderbar. Deswegen, das war Anandatirtha Maharaj, hat es betont, muss man aufpassen, Sachen aus dem Kontext zu nehmen. Aus dem Kontext genommen, kann das total missverstanden werden. Aber wenn man den richtigen, und für uns ist natürlich der Kontext nicht nur geschichtlich, sondern auch philosophisch vor allem, dass wir verstehen, wer da beschrieben wird, nämlich Krishna selbst. So, dieser Kontext ist extrem wichtig, weil gerade zum Beispiel gibt es eine Kontroverse in Indien, indische Politik,
da hat ein Politiker gesagt, von der Kongresspartei, die sind ein bisschen so sozialistisch und atheistisch, und er hat gesagt, Krishna lehrt Dschihad in der Bhagavad Gita zu Arjuna. Also es bleibt gleichgesetzt, das, was Krishna Arjuna, ne, wozu Krishna Arjuna in der Schlacht ermutigt, ist ja das gleiche wie Dschihad. Ne? Und das ist sehr interessant, ne? Weil genauso kann man das missverstehen. Genauso kann man das missverstehen. Aber wenn man die Bhagavad Gita liest und den ganzen Kontext versteht, versteht man, nein, das stimmt nicht. Ne? In der Bhagavad Gita wird beschrieben, dass, also in dem Mahabharata allgemein, ne, Shanti Paro Dharmo, die höchste Form von Dharma ist Frieden. Und selbst in der Bhagavad Gita werden unter den 13. Kapitel, ist es, glaube ich, da werden die göttlichen Eigenschaften aufgezählt, da ist auch Friedfertigkeit damit aufgezählt. So, warum, ne, ermutigt Krishna hier zu kämpfen? Und das kann man natürlich, wenn man die Bhagavad Gita versteht, in Arjunas spezifischen Fall war das tatsächlich, er sollte wirklich kämpfen. Für uns übertragen heißt es nicht, dass wir unsere Verwandten töten sollen. Ne? Darum geht es nicht. Ne? Es geht darum, dass wir unsere Pflicht erfüllen. Ne? Und in dem Fall war es tatsächlich Arjunas Pflicht, zu kämpfen. Und noch tiefer auch das Thema natürlich, weil es in einer Schlacht es um Leben und Tod geht, wird das Thema natürlich auch direkt dort aufgegriffen, dass wir eigentlich nicht sterben. Dass eigentlich der Körper nicht sterblich ist. Nahanyate, nahanyamani, sharire. Das Selbst wird nicht getötet, wenn der Körper getötet wird. Unglaublich wichtiger Punkt. Krishna sagt zu Arjuna, dass wir alle sind hier versammelt, du, ich und all diese Könige, aber wir waren schon immer da, sind jetzt hier versammelt und werden in der Zukunft auch weiterhin existieren. Deswegen sagt Krishna zu Arjuna, es ist letztendlich, ne, von der absoluten Warte aus gesehen, nur die Toren und die Dummen, ne, die Mudas, die Esel, die trauern den Lebenden und den Toten. Jemand, der Wissen hat, versteht, dass es nach dem Tod, nach dem körperlichen Tod, das Selbst weiter existiert. Und so weiter und so fort. So ist der Kontext immer sehr wichtig. Und es ist auch wichtig, dass man das erklären kann. Wenn jemand, der gerade in unserem Tempel, wo eine Simmerdiv immer gut bewaffnet ist, mag die Frage kommen, warum? Ne? Warum ist Krishna bewaffnet? Oder warum ist Krishna manchmal oder regelmäßig gewalttätig? Ne? Das sollte man erklären können, plausibel. Auf der anderen Seite, also, oder vor allem im Zusammenhang von der Bhagavad Gita, ist die Geschichte auch ganz wichtig. Ne? Krishna hat ja sogar als Friedensbotschafter gedient. Krishna ist als Friedensbotschafter, hat versucht, den Frieden noch zu vermitteln zwischen den Pandavas und den Kauravas. Mit dem Angebot, dass die Pandavas nur 5 Dörfer haben wollen und damit sie ihr Dharma ausführen können. Das ist das Dharma von den Kshatriya, zu regieren. Die hätten sich mit 5 kleinen Dörfern zufrieden gegeben. Aber Duryodhana wollte nicht, selbst das nicht geben. Er hat gesagt, ich werde euch nicht einmal so viel Land geben, wie eine Nadel braucht. Also praktisch gar nichts, kein Kompromiss. So, nochmal, wenn etwas ungerecht ist, ist der Vorgang, also ist es unheimlich zufriedenstellend, wenn es eine gewaltvolle Rache gibt. Wenn es eine gerechtfertigte Sache ist und der Held eine ungerechte Sache recht, ist es plausibel und zufriedenstellend. Aber natürlich ist es trotzdem so, dass im Kali-Yuga das anders ist. Im Kali-Yuga wissen wir, dass das nicht so leicht ist zu unterscheiden, wer gut und wer schlecht ist. Weil darum geht es in der Erläuterung. Prabhupada sagt, dass es 2 verschiedene Arten von Lebewesen gibt. Ne? Im Prinzip die Suras und die Asuras. Ne? Oder hier werden die Arati genannt, was auch sich auf Asuras nennt, bezieht. Also nicht Arati, sondern Arati. Und so die Frommen und die Dämonen, oder die Devotis und die Dämonen. Diese 2 Arten von Lebewesen gibt es.
Und wir wissen vom Bhagavatam aber, dass sich das im Kali Yuga auf einzelne Körper vermengt und konzentriert. So in anderen Yugas heißt es, waren die Dämonen zuerst auf verschiedene Planeten, dann in gleichen Ländern und dann in gleichen Familien. Ne, und das ist das Mahabharata. Das Mahabharata ist viel komplizierter als das Ramayana. Das Ramayana ist ganz eindeutig. Rama lebt in der Ayodhya und in der Ayodhya, bis auf Mantara, aber die spielt auch eine spezielle Rolle, und Kaikeyi, sind alle fromm. Alle sind fromm. Seine Brüder sind fromm, die verehren und ehren ihn als älteren Bruder. Und Ayodhya sind alle fromm und alle sind auf Krishnas Seite sozusagen oder auf Rams Seite. Und die Dämonen, die leben woanders, nämlich in Lanka, ein anderes Land. Da ist die Grenze ganz klar, ne? Wer die Guten, wer die Schlechten sind. Ne? In Mahabharata ist es überhaupt nicht so einfach. Ne? Das in der gleichen Familie, und das sind die Pandavas und die Kauravas, in einer Familie. Ne? Und schon als Kinder hat sich das mehr und mehr gezeigt, ne? Wer welche Natur hat. Und, ne? Und die Kauravas haben immer wieder versucht, den Pandavas Schaden zuzufügen. Ne? Die haben versucht, Bhima zu vergiften zum Beispiel. Ne? Und dann in den See geworfen, dass er ertrinkt. Aber dann haben ihn Wasserschlangen gebissen, das war das Antidot, ne, gegen das Gift. Und er hat dann Varuna getroffen und ist noch viel kräftiger als vorher herausgekommen. So hat Krishna seine Devotees immer beschützt. Ne. Aber in der Schlacht von, also in der Schlacht von Kurukshetra wird es dann letztendlich zugespitzt, dass, und deswegen will Arjuna auch nicht kämpfen und ist total verwirrt, weil es ist keine eindeutige Schlacht. Ne. Wie die Armee von, ne, Ramasena gegen die Rakshasas, ne, von Ravana. Da war es eindeutig. Da gab es keine Hemmungen. Ne. Keiner hat vor der Schlacht von Lanka Hemmungen gehabt. Es ging sofort los, sofort zur Sache. Ne. Vor der Schlacht von Kurukshetra hat Arjuna, musste die Bhagavad Gita erst gesprochen werden, weil Arjuna gezweifelt hat. Er wollte nicht gegen Bhishma kämpfen, gegen Drona, ne, gegen Kripacharya, die alle ihm höher gestellt waren und sogar seine Gurus oder Verwandte waren. So, das war ein Bruderkrieg. Sehr kompliziert. Und Yudhishthira sagt sogar am Anfang von der Schlacht von Kurukshetra, geht Arjuna vor und sagt, alle, die jetzt, ne, auf unserer Seite übertreten wollen, sind herzlich willkommen. Und es gab sogar ein paar Überläufer da. Ne? Ich glaube, war das nicht einer der Brüder, Jumanju? Also einer der Brüder von Duryodhana ist übergelaufen und hat auf der Seite von den Pandavas dann gekämpft. Aber trotzdem sind alle gestorben, bis auf Kripacharya, die Pandavas. Wer hat noch überlebt? Also sehr wenige. Von Millionen von Menschen, alle sind gestorben. Da gab es keine Guten, keine Schlechten am Ende. Alle sind gestorben. So im Kali Yuga heißt es, wird es noch komplizierter, weil es nicht in der gleichen Familie ist, sondern im gleichen Körper sind diese beiden Naturen. Und im Herzen, genau. Also das Herz ist zwiegespalten. Und in Comic-Darstellungen wird es manchmal so dargestellt, dass ein kleiner Engel kommt und ein kleiner Teufel kommt. Ne? Und dann sagt der Teufel, nein, ja, tu es. Ne? Bring ihn um. Ne? Und der Engel sagt, nein, das ist doch böse. So hat man diese zwei Stimmen, ne, die innere Stimmen, die gegeneinander kämpfen. Und das ist die, sagt man da? Sagt man auf Deutsch? Also die Schwierigkeit, kann man sagen, in Kali Yuga, das ist die Schwierigkeit, aber gleichzeitig auch der Vorteil. Ne? Weil genauso wie wir eine dämonische Natur haben mögen, haben wir auch eine göttliche Natur. Und es kommt nur darauf an, welche man bestärkt. Und Satchidananda Swami gibt immer dieses Beispiel, ich glaube, es ist von den Hopi-Indianern. Zwei Hunde kämpfen im Herzen, welcher gewinnt? Ne? Welcher gewinnt? Den man füttert, ja. So, den man füttert. Ne? Also das heißt, die Qualitäten, die man kultiviert, die werden dann vorherrschend. Es ist möglich, also im gewissen Sinne kann man sagen, ist deswegen auch an den Yuga-Avatar zu erkennen, dass Chaitanya Mahaprabhu nicht kommt, um die Dämonen zu töten. Ne? Weil dann müsste alle töten. Ne?
weil alle, wir alle dämonische Eigenschaften haben oder eine dämonische Vergangenheit, ne? Zumindest. So, Chaitanya Mahaprabhu hat eine andere Herangehensweise. Er läutet das Herz und wir haben alle eine Chance, uns Krishna zuzuwenden. Man könnte sagen, für einen Dämonen war das Beste, ne, wenn du ein richtig guter Dämon hast, dann hat Krishna dich selbst getötet. Ne? Das war Perfektion. Ne? Aber im Kali-Yuga haben wir die Möglichkeit, diese dämonischen Eigenschaften zu überwinden. Und so beschreibt es auch Bhaktivinoda Thakur. Er sagt, dass gerade in Singhadev, der Hiranyakashipu so gnadenlos, ne, einfach, sag mal auf Deutsch, die Innereien einfach herausgeholt hat aus seinem Körper. Ne? genauso kann es Simadev unsere Anathas aus dem Herzen herauslösen, damit wir qualifiziert werden, Radha und Krishna zu verehren. So sind wir am richtigen Ort. Wir können über eine Simadevs Keule, über eine Simadevs Lila meditieren. Eine Simadev ist speziell dafür da, oder ist speziell befähigt, uns zu reinigen. Und viele Devotees sprechen auch darüber, dass man aber trotzdem vielleicht vorsichtig sein sollte, wie man so eine Simadev betet. Ne? Manche Devotees sind sehr enthusiastisch und sagen, eine Simadev, bitte reinige mich, egal was es nimmt. Ne? Und dann wird es wirklich anstrengend. also von Mayapur gibt es einige Geschichten, ne? Devotees, die sehr inbrünstig zu einer Simadev gebetet haben und Reinigung. Und dann kam auch die Reinigung. Aber die Reinigung war nicht so leicht zu ertragen. Ne? Und danach beten die Devotees, bitte eine Simadev, reinige mich. Aber sanft. genau. Und dann den zweiten Teil von der Erläuterung sagt Prabhupada, also in Bezug auf den Vers, dass die Perlenkette, die um Vishnus Narayanas Hals hängt, repräsentiert die Devotees. Die Devotees, die rein sind. Das Wort Amala war auch da. Ne? Amalam. Chaitasya tatvam amalam manim asya kante. So die Perlenkette, die um den Hals von Vishnu hängt, repräsentiert die reinen Gottgeweihten, die sich Krishna hingeben. So Krishna ist grundsätzlich unparteiisch, weil alles, was er tut, gut ist. Wenn er Dämonen zerschmettert, ist es gut für den Dämonen. Und wenn er die Devotees beschützt, ist es gut für die Devotees. Aber trotzdem ist Krishna seinen Devotees natürlich zugeneigt und beschützt sie. Und wir wissen, dass Vishnu immer zum Beispiel Lakshmi auch auf der Brust trägt, in der Form von Srivatsa. Srivatsa, das Srivatsa-Zeichen, das Vishnu auszeichnet. Es gibt zwei Zeichen, die Krishna, Vishnu von den Vishnu-Dutas unterscheidet. In den Vaikuntha-Planeten wird beschrieben, haben alle Sarupya-Moksha, das heißt, alle sehen wie Vishnu aus, haben vier Arme, tragen ähnliche Gewänder und sind ähnlich gekleidet und geschmückt. Aber man kann Vishnu erkennen, weil Vishnu hat das Srivatsa und Kaustubha. So Kaustubha-Juwel. Wir haben es wird beschrieben, es ist blau mit so roten Steinen drumherum. Wir haben so ein, zwei Kaustubha-Juwelen für eine Simadev. Und Srivatsa ist diese Locke, die Lakshmi repräsentiert. Lakshmi ist immer auf der Brust von Vishnu. Und genauso sind alle Geweihten hier, wie beschrieben, als wie Perlen. Die Perlen und Vishnus Hals repräsentieren seine Devotees. Krishna beschützt sie. Und Srila Prabhupada sagt, genauso wie man eine wertvolle Perlenkette beschützt, ne, dass sie nicht kaputt geht, dass sie nicht geklaut wird, genauso beschützt Krishna die Lebewesen, die ihm hingegeben sind. Okay, ich glaube, ich mache Schluss. Vielleicht gibt es noch Fragen oder Ergänzungen. Moni war schneller. Dankeschön. Meine Frage wäre, ich habe jetzt ein wenig meditiert, wie du diesen Punkt gemacht hast. Also du hast viele gute Punkte gemacht, aber der eine Punkt, dass man, also jetzt im Kali-Yuga sind ja die Dämonen in uns. Und jetzt so ein paar Punkte, also wir sind ja eigentlich eine reine Seele, eine göttliche Seele. Lauter machen? Mach's ein bisschen lauter. Ja, ich mache ich ja, aber ich kann es nicht essen.
Und die Seele ist ja ursprünglich rein, aber auf der anderen Seite, also die hat reine Qualitäten, reine Eigenschaften wie Krishna. Aber auf der anderen Seite ist ja, wie du auch erwähnt hast, dieses, ich meine, ist jetzt nicht dämonisch, nur wie es jetzt für uns ausschaut, oder halt kämpfen oder gewisse Dinge auch in Krishna drinnen. Mhm. Also sprich, das muss ja in uns auch drinnen sein. Mhm. Jetzt so meine Frage, wenn wir uns reinigen auf dem hingebungsvollen Pfad, dass wir komplett von, natürlich sind es materielle Dinge, von denen wir wegkommen, dass es rein spirituell ist, aber wie kann man das irgendwie, man, vielleicht für ein besseres Verständnis, dass wir halt frei werden von allem, also auch wie zum Beispiel jetzt töten oder irgendwelche solche Kampf oder solchen Dingen, oder wird das einfach nur dann ausgereinigt und dann ist es nur mehr auf das, dann haben wir die noch, diese Eigenschaften, aber spirituell, und dass man das ein bisschen auf der absoluten Ebene mehr versteht. Ja, also in der Erläuterung zum ersten Vers von dem Upadeshamrita sagt, da werden ja diese Eigenschaften erklärt, ne? Vacho Vegang, Manasa Kroda Vegam, Jiva Vegam, Dharapasta Vegam, Kroda, Kroda heißt Zorn. So Kroda Vegam, diesen Drang des Zornes, sollte man überwinden. Und Srila Prabhupada beschreibt im Detail, wie überwindet man den? Also allgemein sollte ein Devotee friedfertig sein, etc., etc. Aber genau das, was du gesagt hast, Prabhupada sagt auch, weil Krishna, dieser Drang des Zornes ist in uns, weil es in Krishna auch existiert. Und Srila Prabhupada sagt, wenn man diesen Drang verspürt, sollte man das benutzen wie Hanuman oder Arjuna. Also man kann schon für Krishna kämpfen. Tatsächlich. Also so beschreibt es Prabhupada, dass man diesen Zorn richtig kanalisieren sollte und in Krishnas Dienst stellen sollte. Dann kann es gereinigt werden. Und allgemein, wenn man also die Devotees zu beschützen zum Beispiel, ne? Wir haben ja, der Yuna Maharaj macht immer diese große polnische Tour und dann, es ist inzwischen, hat es nicht mehr so stattgefunden wegen Corona, aber da gab es immer dieses Woodstock, ne? Und das sind ungefähr 600, 700 Devotees, ne? Die da an dieser Tour teilnehmen, beim Woodstock, sehr hübsche Matajis auch, ne? Und so eine Harinam-Truppe durch dieses Moorloch, ne, von 1 Million Punks und Besoffenen durchgeht, da gibt es einige, die der Angreifer werden. Und deswegen haben wir immer grundsätzlich eine ganze Crew, das ist nicht eine unbetrachtliche Crew an Security. Und die können ihren Zorn in Krishnas Dienst anstellen. Ich habe das einmal gesehen, da war irgend so ein Betrunkener, ist so auf Nadjunas, haben mich so zugetaukelt und hätte fast, da wirklich, also der war vielleicht bewusst oder halb unbewusst, aber der ist auf jeden Fall voll auf Maharaj so losgelaufen, voll besoffen, voll dreckig. Und dann hat Hanuman, heißt er auch, dieser Schüler von Maharaj, zufällig. Der war auch früher ein Marine, also Marine so von der amerikanischen Armee. Und er hat so total gekonnt, ne, seinen Chadar genommen, in die Luft geschleudert, drüber geworfen und gezogen und pum, 6 Meter so weg. Und dann ging der Harinam weiter. Und da gab es eine andere, da war ich nicht dabei, aber viele Jahre davor, so in, glaube ich, Mitte der 90er Jahre, als die polnische Tour von Nadjuna Maharaj so im Zentrum von Polen war, da haben die Katholiken das überhaupt nicht gut gefunden und haben Skinheads, also so radikale Katholiken, sind auf die Devotees losgegangen. Also ein großes Festival, mehrere tausend Leute. Und da sind eine ganze Truppe Skinheads gekommen, ne, mit weißen Masken und Baseballschläger. So richtig wie ein Film. Ne. Und sind voll auf die Leute losgegangen und da ist ein richtiger Kampf dann. Also die ganze Security gegen die Skinheads. Ne. genau. Ha? Wir haben schon gewonnen, ja, die Wolves haben gewonnen. Aber trotzdem, es gab viel Schaden. Ne. Also es war schon. Und es ist interessant, weil die ganze Tour wird. Natürlich Maharaj ist die Inspiration dahinter, aber Jayatam und Malini organisieren das Festival und Malini Mataji eigentlich ist so die Hauptmanagerin eigentlich von den ganzen Festivals. Und als diese Skinheads gekommen sind, dann kann man auch erkennen, wer welchen Vana zugehört. Ne? Die meisten rennen wie verrückt und Angst einfach nur. Ne? So die meisten, ah, ne? Hilfe und stolpern und rennen und einfach Chaos. Ne? Und da gibt es ein paar, die merken, oh Gott, ne, die Skinheads kommen schnell, Tempelshop zumachen, alles wegtragen, ne, das ist wertvoll. Die Clowns sind es noch, ne? Das sind die Vaishyas, ne?
Ne? Und dann gibt es die Kshatriyas, ne? Das sind die Securities, die gehen dann auf die Skinheads los, ne? Und beschützen. Und Nalini hat sich einfach hingestellt mitten im Chaos und hat die Polizei angerufen. Das ist der Brahmana. Ne? So. Genau. Ist okay? Hare Krishna, danke, wieder hier sein zu dürfen. Hare Krishna. Meine Frage ist mir, die Pandavas, heißt es ja, sind zu große Geweihte von den Herren. Mhm. Bei Arjuna ist es klar, bei Kunti, Draupadi irgendwie, aber die restlichen Pandavas, was zeichnet die so aus, dass sie so große Geweihte sind von Krishna? Mhm. Da hört man eigentlich wenig darüber, was ist ihre Beziehung zu Krishna und also Familien, von der Familie her, klar, aber wie drückt sich ihre Bhakti aus oder warum beschützt sie Krishna die ganze Zeit? Vielleicht hast du da irgendwie... Also von Bhima weiß man auf jeden Fall, Bhima war ein totaler Shuddha-Bhakta, weil es heißt, Bhima wollte nicht einmal die Mantras von anderen Halbgöttern für verschiedene Astras benutzen. Deswegen war Bhima der einzige von den Pandavas, der keine Divya-Astras hatte. Ne, weil also Arjuna zum Beispiel hatte ein Pashupata-Astra, das heißt, er musste dann den Mantra von Shiva chanten, damit er das Pasupata-Astra von Shiva benutzen kann. Aber Bhima war da ein Fanatisch. Er sagt, nur Krishna. Ich chante doch keine anderen Mantras. So, Bhima hatte deswegen, war unheimlich kräftig, aber trotzdem haben seine Brüder alle auf Bhima aufgeschaut, weil er, also wenn ein Divya-Astra auf ihn geschossen wäre, worden wäre, er hätte sich nicht beschützen können von selbst. So, das war Bhimas Hingabe zu Krishna. Er war da ausschließlich auf Krishna fokussiert, wollte nur Krishna-Mantras chanten, keine andere Halbgötter. Aber es ist interessant, dass Arjuna, obwohl er ein reiner Gott geweiht hat, der hat es durchaus benutzt und natürlich in Krishnas Dienst gestellt. So gibt es verschiedene Stimmungen, die nicht unbedingt sich ausschließen müssen. Oder das eine besser oder schlechter, das sind einfach verschiedene Stimmungen. Und Bhimas Stimmung war es so. Und von Nakula und Sahadeva weiß ich leider nicht viel. Nakula und Sahadeva wüsste ich jetzt keine direkte Beschreibung. Und Yudhishthir ist einfach, also dein Raja Rishi ist es ja bekannt. Ne? Also ein Raja Rishi ist eigentlich ein König, der eigentlich lieber ein Brahmana ist. Das ist die Auszeichnung eines Raja Rishis. Und ähnlich wie Ram hat Yudhishthir er war glücklicher im Wald als im Palast. Ne? Die anderen waren nicht so happy im Wald, ne? Aber Yudhishthir war eigentlich im Wald glücklicher. Ne? Keine Politics, ganz viele Rishis, die man treffen kann, die man ausfragen kann, mit denen man Zeit verbringen kann. Das hat Yudhishthir eigentlich mehr Spaß gemacht, als im Palast zu sein. Und es gibt auf jeden Fall auch Beschreibungen von Nakula und Sahadeva, aber mir fällt jetzt, also da wüsste ich jetzt nichts. Danke. Kripa Sindhaprabhu zuerst. Vielen Dank. Ich hätte einen Kommentar und eine Frage, wenn das okay ist. Zu der Kommentar, als ich auf Sankirtan war und jemanden einmal das Bild gezeigt habe von Narasimhadev, gerade in voller Action, hat er das angeguckt und hat gesagt, wow, der kann operieren. Und das war eigentlich Verherrlichung. Ne? Ja. Ich habe dann gemerkt in dem Moment, das kommt ihm zugute, dass er das so sieht. So Krishna ist zu verherrlichen für das, auch wenn für diese Dinge ist er. Das ist herrlich, wenn er das tut. Ne? Und meine Frage wäre, weil es wird ja eigentlich shastrisch beschrieben, dass die Keule blutbefleckt ist. Was ist der Grund dafür, warum wir die Keule auf dem Bild nicht blutbefleckt und blutbeschmiert sehen? Zum Beispiel Vishnu, Ishopanishad, hat man da Kompromisse gemacht aufgrund der öffentlichen Meinung oder so? Vielleicht kannst du da was sagen, weil sonst war Prabhupada bei den Künstlern ja eigentlich immer sehr konkret, ne? Krishna sieht so aus, das muss so sein. Wie kannst du dazu sagen? Ja, also ich habe auch, dass ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, wir könnten auch die Keule von der Simmerdiff ein bisschen schmücken. Ja. Mit Kunstblut. aber also soweit ich weiß, in traditionellen Tempeln wird es nicht gemacht. Und soweit ich weiß, hat Prabhupada auch, zum Beispiel das Ishopanishad-Bild ist von Prabhupada Zeiten noch. Und Prabhupada hat es nicht angeordnet. Aber da müsste man vielleicht Shamarani, Jadurani Mataji fragen oder Parikshit, also verschiedene Künstler, die zu Prabhupada Zeiten tätig waren. Oder man kann auch ein Shikshamrita lesen.
Da gibt es eine ganze Abteilung in Shikshamrita. Kennst du Shikshamrita? Also diese, das ist super. Also das Shikshamrita, ich habe es leider noch nicht durchgelesen, aber der Karamakanamash hat gesagt, sobald ein Band rausgebracht wurde, hat er es sofort durchgelesen. Aber in Berlin hatten wir das in der Bibliothek und wir haben da kannst du alphabetisch verschiedene Themen einfach finden. Und da ist unheimlich interessant, was Prabhupada zu allen möglichen Themen ganz spezifisch gesagt hat. Und da gibt es eine ganze Art, eine Art. Und da gibt es also alles, was Prabhupada zu Kunst und wie man Krishna darstellen sollte. Da gibt es unheimlich viele Briefe und Dialoge, die aufgezeichnet sind. Vielleicht findet man da etwas. Aber ich glaube nicht, dass das ein Kompromiss war. Also mein Gefühl ist, dass Prabhupada keine direkte Anweisung gegeben hat. Sonst gibt es zumindest ein Bild oder irgendwo ein Bild, wo das so dargestellt war und dann wurde das vielleicht dann später wegeditiert oder so, aber das glaube ich nicht. Also eine Bildeditierung in der Richtung habe ich noch nie gehört. Oder Maharaj? Ich denke, der Hinweis, dass ein Keul ist, das reicht erstmal. Aha. Also benutzt man eine Keule? Ne? Ja, stimmt. Genau. Das ist gut, guter Punkt. Ne? Warum hat Krishna eine Keule? Das ist, man weiß, was man mit einer Keule macht. Ne? Genau. Okay, dann Subal Gopal Prabhu. Herr Krishna, vielen Dank, Govindadev Prabhu, für den schönen Vortrag. Ich würde gerne fragen zum Thema Zorn bzw. auch anderen Emotionen. Was kann man denn machen, wenn es akut ist, aber man sie jetzt nicht einsetzen kann, unbedingt im hingebungsvollen Dienst, das ist jetzt Zorn oder Frust? Wie geht man in dem Moment damit am besten um? Mhm. Also es heißt interessanterweise, dass Prabhupada sagt es mehrmals, es gibt zwei Vaishnava-Sportarten. Was ist das? Wer ist das? Genau. Also Schwimmen und Ringen. Schwimmen und Ringen sind Vaishnava-Sportarten. Und gerade für junge Männer ist es ist gesund. Also es ist gut zu ringen. Die meisten Brahmacharis haben zumindest schon mal einen Ringkampf für eine Mahasocke gehabt. Wenn man das noch nicht gehabt hat, dann war man nicht im Brahmachari Ashram. Da gab es schon richtige, ist auch schon mal das Blut geflossen im Brahmachari Ashram, wegen einer Socke. Aber ich war in Varanasi bei der Tulasi Akada. Das ist so eine traditionelle Kusti Akada. Da gibt es so verschiedene Akadas, das sind so die traditionellen Ringkampf-Akadas. Und der ich habe mir das vorgestellt, dass ich dort war. Das wäre cool, wenn mehr Tempel sowas hätten. Das ist so eine richtige Akada. Das ist wie so eine Arena, so ein quadratischer Arena mit so einem Dach. Und das ist die heilige Kusti Akada. Da steht Hanuman als Deity und die treffen sich immer morgens dort. Ne? Da kommen verschiedenste Leute. Da kommen also Pujaris, die gerade auf dem Weg sind zu ihrer Arati. Gehen sie noch ein bisschen trainieren in der Akada, machen ein paar so traditionelle Hanuman-Push-Ups und an Seile hochziehen an den Bäumen und so um die Akada herum trainiert man mit traditionellen Keulen zum Beispiel auch. Ne? Da gibt es diese traditionelle Gardas, die man da trainieren kann. Und dann machen die eine Puja, ne? Und stehen alle da und beten. Und dann erst darf man die eigentliche Kampfarena betreten. Und dann war da so ein älterer, wie so ein alter Kung-Fu-Meister. Ne? Und das war lustig, weil der war total unscheinbar. Ne? Der war so mit Unterwäsche, einfach so mit so einem Kopin und so einem langen Pullover, weil es Winter war, und eine Mütze stand er da und hat den Boden gekehrt. Und man hat gedacht, das ist der Angestellte, der den Boden fegt. Ne? Aber der war der Meister, ne? Der war der Meister von der Akada. Ne? Der hat es richtig drauf gehabt, ne? Der war ein richtig guter Kämpfer. Und da waren alle möglichen, von allen Gesellschaftsschichten so gefühlt, so Brahmanas und Kshatriyas, und die haben sich alle da getroffen morgen und haben in der Kada trainiert und Puja gemacht und sind dann danach ihre Arbeiten. Und ich habe immer gedacht, es wäre cool, wenn man eine Akada hätte, so, wo man trainieren kann für die Brahmacharis. In Kopin, ne? Die kämpfen in Kopin nur. Können wir mal Ratsch den Mikrofon geben? Ja. Yeah. Davontrieben von dem, oder wie sagt man in Deutsch, ja? Davontreiben von dem Zorn, sondern er hatte nur eine Kontrolle. Nur ein paar Mal war zornig manchmal und im nächsten Moment war völlig wieder ausgeglichen. Mhm.
Nicht wie wir, wenn wir zornig werden, lassen wir uns davon treiben. Genau, also wir sind, weil Zorn vergiftet. Ne? Zorn vergiftet, beziehungsweise Zorn heißt es, wenn man zornig ist, verliert man Intelligenz und Unterscheidungsvermögen. Und was Maharaj sagt, es gibt viele Beispiele, wo Prabhupada einen Schüler also richtig, also Wut in Brand, ne, angeschrien hat. Ne? Da gibt es Beschreibungen, dass seine Lippen wurden blau und die haben gezittert. Ne? Und die Schüler waren. Ne? Und nächste Sekunde kam dann ein anderer Schüler und Prabhupada war, als wäre nichts passiert. Ne? So, wenn wir zornig werden, dann sind wir danach außer Atem und vergiftet praktisch. Ne? Und also man muss lernen, den Zorn also bewusst zu benutzen. Aber ich weiß nicht, ob das alles hilft. Hare Krishna. Das sind alles seine Verwendung. Ja. Chai. Noch etwas? Dann Grantra Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Gaura Bhaktarinda ki jai.